Genau, mein Name ist Tina Frenze. Und ich würde heute gerne das Open Source LMS Open OLAT vorstellen. Rechts in dem Tab Vote gibt es noch eine kleine Abstimmung, ob Sie Open OLAT schon kennen oder schon mal damit gearbeitet haben. Das würde mich sehr interessieren. Okay, die meisten kennen es noch nicht. Ist klar. Okay, also Open OLAT ist noch relativ unbekannt hier. Genau, Open OLAT steht für Open Online Learning and Training. Online Learning and Training ist ziemlich selbsterklärend. Das Open gibt es, weil OpenOLAT ein Open Source LMS ist. Das heißt, der Code steht frei im Internet zur Verfügung, kann von jedem heruntergeladen, bearbeitet werden. Und OpenOLAT kann auch von jedem privat betrieben werden. Wird aber anders als viele Open Source LMS hauptsächlich von uns bei Frantics entwickelt. Und wir bieten eben verschiedene Hosting-Optionen an und Support, alles was rund um dieses Open Source LMS eben anzubieten gibt. Wie gesagt, ist Open OLAT ein LMS, steht für Learning Management System oder Lernmanagement System, wie auch immer. Die meisten wissen wahrscheinlich ungefähr, was es ist, aber nicht genau. Ich selber bin auch erst 3 Monate bei Frantics. Ich studiere eigentlich Kommunikation und Medienmanagement in Karlsruhe und mache gerade mein Praxissemester. Und bevor ich mich wirklich mit E-Learning auseinandergesetzt habe und eben mit LMS auseinandergesetzt habe, hat mir das auch nicht so viel gesagt. An den meisten Hochschulen werden LMS leider eben nur als eine Art Dateiablage genutzt. Das heißt, Dozent oder Dozentin lädt das Skript hoch, lädt das Aufgabenblatt hoch und wir Studenten dürfen es dann wieder runterladen. Und das war es eigentlich auch schon. Und in den letzten 3 Monaten oder auch davor, wo ich mich eben angefangen habe, mit E-Learning auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, wie schade das eigentlich ist. Weil LMS können einiges mehr als nur Dateien hin und her schieben. Und gerade jetzt während Corona, im Bereich Bildung vor allem, war Digitalisierung so ein großes Thema. Und trotzdem finde ich, im Bereich E-Learning hat man diesen Schritt zur aktiven Wissensvermittlung immer noch nicht geschafft. Und das ist, wie gesagt, ziemlich schade, weil ich finde, gerade Blended Learning, was ein großes Thema ist, könnte so viel mehr didaktische Möglichkeiten eröffnen, die manche noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und Open OLAT bietet eben eine tolle Plattform, um diese didaktischen Konzepte umzusetzen. Wie gesagt, wir entwickeln Open OLAT jetzt schon seit 2010. Und mittlerweile sind ziemlich viele Funktionen dazugekommen. Und die halbe Stunde, die wir heute hier reicht definitiv nicht aus, um hier alles anzusprechen. Aber ich möchte trotzdem einen kleinen Überblick geben, vor allem was Wissensvermittlung und eben aktives E-Learning betrifft. Deswegen seht ihr hier mal einen Überblick über die Kursbausteine, die wir bieten, mit denen Kurse erstellt werden können. Das sind knapp 30 und die sind eben in die 4 Kategorien aufgeteilt. Wissensvermittlung sind die meisten Kursbausteine, ist auch die Hauptaufgabe von einem LMS natürlich. Wie unser Kursbausteinsystem sozusagen funktioniert, ist, dass man sich den Kurs aus diesen Kursbausteinen zusammensetzt. Man nimmt jetzt hier zum Beispiel Video-, Podcast- und Dokumentenbaustein. Und die Bausteine sind theoretisch wie leere kleine Kisten, die man dann mit dem Lerninhalt füllt, eben
den Podcast-Episoden, dem entsprechenden Dokument oder einem Video. Und das hat den Vorteil, dass zum Beispiel, wenn man bei jedem Kurs den gleichen Umfragebogen am Ende haben möchte, dann setzt man einfach diesen Kursbaustein ein. Der Umfragebogen ist dann im System schon hinterlegt und man schmeißt dann einfach die Lernressource sozusagen in den Baustein. Genau, so werden unsere Kurse aufgebaut. genauso ein großer Teil in OpenOLAT ist die Wissensüberprüfung. Gehört natürlich auch immer dazu. Was man lernt, will man auch wieder überprüfen. Der größte Teil der Wissensüberprüfung ist das E-Testing, das heißt Tests, Prüfungen, Selbsttests. Da gibt es in OpenOLAT mittlerweile auch ziemlich viele Funktionen. Manche Hochschulen nutzen OpenOLAT als reines Prüfungssystem. Das heißt, die meisten Funktionen werden einfach ausgeblendet und die Instanz ist wirklich nur für Prüfungen gedacht. Zur Testerstellung haben wir 10 verschiedene Fragetypen. Das reicht über Drag-and-Drop, Matrix-Fragen, klassische Single-Choice, Multiple-Choice. Aber wir haben auch noch eine Testinstanz später und da können Sie sich das nochmal genauer angucken. Wir haben einen Fragepool, der erleichtert einfach das Wiederverwenden von Fragen. Dort werden alle Fragen gesammelt, die können sortiert werden nach Taxonomien und eben dann einfach in verschiedene Tests eingebunden werden. Prüfungsmodus, genau, durch IP-Adressenkontrolle wird eben das Schummeln so weit wie möglich verhindert. Was auch dazu gehört zur Wissensüberprüfung, sind natürlich Aufgaben. Das heißt, Wissen wird nicht nur durch Tests überprüft. Die Aufgaben können an Gruppen vergeben werden, an Einzelpersonen, die können zufällig vergeben werden. Die Teilnehmer können sich die Aufgaben selbst aussuchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch ein Teil von den Wissensüberprüfungsbausteinen hier sind eben alles, was zur Evaluation gehört. Das heißt hier Checklisten, Umfragen, Formulare. Kann man ganz klassisch am Ende vom Kurs zum Beispiel als Evaluation einbinden. Es gibt auch die Möglichkeit, ein ganzes Qualitätsmanagement in OpenOLAT zu integrieren. Dann können auch Evaluationen über ganze Semester oder verschiedene Kurse gemacht werden, um Dozenten oder Dozentinnen zu bewerten oder auch Klassen. Genau, dann kommen wir zu den Kollaborationsbausteinen. Das ist ja oft so, dass kollaborative Dinge beim E-Learning ein bisschen kurz kommen. Dabei gibt es eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, wie ich finde. Zum Beispiel eben Wikis, Foren, Dateidiskussionen, können Sie auch alles später noch ausprobieren. Der größte Teil ist aber immer noch Webkonferenz-Tools, haben wir während Corona alle gemerkt, dass das trotzdem am meisten genutzt wird. Deswegen sind einige Webkonferenz-Tools in OpenOLAT integriert, so wie OpenMeeting, GoToMeeting, BigBlueButton, MS Teams ist auch integriert. Und das hat den Vorteil, dass Benutzerverwaltung, Raumverwaltung, alles in OpenOLAT stattfinden kann. Das heißt, die Termine werden in OpenOLAT angelegt, der Raum wird automatisch erstellt und in den Kurskalender kann in den Kurskalender eingebunden werden. Und es macht verwaltungstechnisch vieles einfacher. Wir haben auch einige Verwaltungsbausteine, aber natürlich nicht sehr viele. Ein LMS ist immer noch hauptsächlich dazu da, Wissen zu vermitteln und nicht zu verwalten. Allerdings geht es nicht ohne Verwaltung. Deswegen kann man bestehende Verwaltungssysteme, die schon genutzt werden, durch unseren Syncer in OpenOLAT integrieren. Dann können zum Beispiel Benutzer automatisch angelegt werden, Kurse automatisch angelegt werden, die Benutzer automatisch in die Kurse einschreiben.
Termine erstellen und so weiter. Und das macht natürlich den Verwaltungsaufwand, gerade in der Benutzungsverwaltung, um einiges einfacher. Genau, das war jetzt erstmal ein kurzer Einblick in die Funktion, die OpenOla zu bieten hat. Wie gesagt, haben wir eine Testinstanz aufgesetzt. Kleinen Moment. So sieht der Startbildschirm aus. Ich kann den Link auch gleich nochmal in den Chat schicken. Dort können Sie sich eben registrieren oder auch einfach als Gast den Gastzugang nutzen. Da finden Sie aber nicht alle Funktionen, die Sie beim Login haben. Kommen Sie hier auf die Startseite. Wir haben zwei Demokurse zur Auswahl, die können Sie ausprobieren. Auch eine kleine Laberecke, falls Sie sich dort noch mit anderen Nutzern austauschen wollen. Und alle weiteren Informationen finden Sie auf openola.com. Falls Sie Interesse haben, selber Kurse oder Lernressourcen zu erstellen, dann können Sie mir eine private Nachricht schreiben mit Ihrem Benutzernamen in dieser Testinstanz und dann kann ich die Autorenrechte für Sie freischalten. Dann können Sie eben selbst Kurse erstellen, Tests erstellen, Lernressourcen, was auch immer. Genau. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann können Sie die natürlich auch gerne stellen. Es gibt schon eine Frage von Frau Fendtner, ob es OpenOlat auch in Englisch gibt. Ja, OpenOla gibt es in Englisch. Wir haben eine ganze Auswahl an Sprachen. Ich glaube, auch für die Instanz ist es nur Deutsch und Englisch freigeschalten. Können Sie einfach auf der Startseite hier oben auf Englisch umschalten und dann ist das ganze System auf Englisch verfügbar. Gibt es weitere Fragen ans Publikum? Wie lange ist der Testzugang freigeschaltet? Der Testzugang ist bis Ende Festival, also bis Donnerstagabend. Eine Frage kommt rein, interessiert an Kooperation mit Plattformen? Ich habe es einfach mal so vorgelesen für ein paar Wörtchen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Herr Ottwein, könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen spezifizieren? Ich schalte sie vielleicht einfach mal. Kann ich mir das vorstellen, wenn ich OpenOlat sowohl als Lernplattform als auch als Prüfungstool einsetzen möchte? Also Prüfungen können ganz klassisch eben im Autorenbereich dann erstellt werden. Hier sehen zum Beispiel hier der Selbsttest oder Prüfung Kaffee. Und normale Kurse zum Lernen sehen dann eben so aus. Also man kann dann einfach alles im Autorenbereich erstellen und nutzen, wie man es gerade braucht. Frau Fendtner schreibt gerade, dass es Probleme gibt beim Testen der Plattform.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an unserem System liegt. Aber eigentlich Mal. sollte das kein Problem sein. Der Gastzugang funktioniert bei mir auch, also ich weiß es nicht. Studierende auf die Kursinhalte. Also zugangsmäßig kann man in den Kursen in Open OLAT sehr viel einstellen. Wir arbeiten auch gerade an bestimmten Ausnahmen sozusagen. Das heißt, man arbeitet sich durch den Kurs durch und erst wenn man das und das erledigt hat, dann wird der nächste Kursbaustein freigeschalten und so weiter. Man kann auch dann nur bestimmten Studenten oder Studentinnen Zugang zu Kursbausteinen geben. Und Kurse können natürlich auch einfach nur privat genutzt werden. Die müssen nicht für Studierende freigeschaltet werden. Wenn die Registrierung nicht funktioniert, das wäre ja sehr blöd. Ich probiere es mal selber aus. Frau Fentner schreibt jetzt, dass es geht. Funktioniert? Okay. Browser neu laden scheint heute das Maß der Dinge zu sein. Also, Chrome funktioniert meistens am besten. Ich weiß nicht, was für einen Browser Sie gerade benutzen. Aber eigentlich sollte jeder Browser funktionieren. Herr Ortmann schreibt noch, kann das Modul in anderer Plattform integriert werden? Gibt es Bestrebungen in dieser Hinsicht? Oh, da geht wirklich irgendwas nicht. Ja, der Benutzername ist schon besetzt. Ich frage mal unsere IT, ob die sich das nochmal angucken können. Genau. Integrationen. Also OpenOLAT ist QTI-kompatibel, das heißt, man kann OpenOLAT-Inhalte auch zum Beispiel in Moodle oder Ilias oder sonstigen anderen Lernplattformen verwenden, falls Sie das gemeint haben, mit in andere Plattformen integrieren. Okay, wir haben auf dem anderen Question-Answer-Kanal noch eine Frage, und zwar, wie Ihre Erfahrungen mit der Überforderung der Studierenden sind mit solchen LMS-Systemen, weil viele ja sehr zurückhaltend damit umgehen. Also eben, ich kannte mich jetzt bis vor 3 Monaten auch nicht wirklich mit LMS aus und habe mich jetzt in OpenOLAT die letzten 3 Monate eingearbeitet. Und ich glaube, aus Studierendensicht ist das System ziemlich einfach zu bedienen und ziemlich selbsterklärend. Es ist eher, glaube ich, die Herausforderung für die Dozierenden, sich zu trauen, eben die Kurse und die ganzen Kursfunktionen auch zu nutzen. Ich habe auch einige Freunde, die eben an ihren Hochschulen mit OpenOLAT arbeiten und habe mit denen auch mich immer mal wieder ausgetauscht. Und ich glaube, aus Studierendensicht gibt es da selten Probleme mit dem Verständnis.
Gibt es noch weitere Fragen? Die Content-Erstellung. Aufstellung. Genau, wenn Sie Autorenrechte haben möchten, dann schaltet sich oben in der Leiste nämlich der Autorenbereich frei. Aber das geht leider nicht, dass sich Leute registrieren und automatisch Autorenrechte bekommen. Deswegen können Sie mir einfach entweder hier im öffentlichen Chat Ihren Benutzernamen reinschreiben oder privat und dann kann ich die Autorenrechte freischalten. Wir bieten natürlich auch Content-Erstellung an. Also wir können das auch gerne übernehmen. Allerdings normalerweise kommt es von den Dozenten. Ja.